Schönen guten Abend zusammen. Heute ist Sonntag, der 9. Juni. Wir haben etwa nach 21 Uhr. Ich schaue gerade NTV Live, die Debatte, wo die Sarah Wagenknecht, Alice Weidel, Merz sitzt dort, Lindner und noch zwei anderen. Aber es ist Folgendes passiert. Ich muss mich gerade beherrschen und die richtigen Worte finden und nicht meine Emotionen und Wut zuzulassen. In dieser Live-Sendung geht der Herr Klingbeil hin, dieser Vogel, der Geschichte studiert hat und Politik, und bezeichnet eine Alice Weidel und ihre Partei als Nazis. Alle Männer, die da gesessen haben, durch die Reihe, alles Schlappschwänze, selbst derjenige, der das Interview geführt hat, absolute Schlappschwänze, weil keiner von denen den Mund aufkriegt und sagt, hör mal, stopp, da gehst du zu weit. Die einzige aus der Reihe, die diese Pauschalstigmatisierung und Diffamierung einer ganzen Partei mit ihrer Millionen Wähler beiseite gestanden hat und gesagt hat, diese Pauschalisierung ist nicht in Ordnung, ist die Sarah Wagenknecht. Warum bin ich wütend? Es könnte mir doch eigentlich scheißegal sein. Geht aber nicht, weil ich lebe in diesem Land. Ich bin ein Teil von Deutschland. Und seit einigen Jahren ein auch bekannter Teil von Deutschland mit meinen Aussagen und meinem politischen Aktivismus. Es ist eine Schande, Herr Klingbeil, dass Sie im Fernsehen offen aussprechen, was Sie denken, und diese Partei und diese Frau als Nazis beschimpfen, beleidigen und diffamieren. Und ich sage Ihnen eins, das wird der Untergang der SPD sein, weil ihr Heuchler seid. Sozial? Ihr wollt sozial sein? Soziale Partei Deutschlands? Nein, ihr habt versagt. Und die Wut, die ich in mir spüre, weil wir in diesem Land definitiv eine Realpolitik brauchen, da haben sie sich ganz weit ins Ausgeschossen. Weil jetzt natürlich Millionen von Menschen noch deutlicher wird, dass sie ein Versager sind in dem, was sie tun. Und selbst ich ihren Job 10.000 Mal besser machen könnte. Falsche 50er, Verräter des eigenen Landes. Sie nehmen das Wort Nazi im Mund im Fernsehen? Haben Sie schon vergessen, was der Holocaust, wie viele Menschenleben es gekostet hat? Aber ich hatte vergessen. Sie waren ja auch antifaschistisch in Ihrer Jugend aktiv. Dann würde es mich nicht wundern, dass Sie sowas Dummes im Fernsehen sagen, nicht weil Sie antifaschistisch sind. Wahrscheinlich haben Sie einer Antifa angehört, die auch so viele dumme Menschen in sich vereint, die nicht genau hinschauen wollen, sondern alles pauschalisieren. Genau wie die Rassisten, die uns Schwarze hassen und uns als minderwertige Rasse betrachten, die auch alle über einen Kamm scheren. Genau das haben sie mit Deutschland gemacht. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hoffe, Sie bekommen eine Anzeige wegen Volksverhetzung. Und ich hoffe, dass viele in Deutschland Sie für das, was Sie gerade getan haben, im Fernsehen, die Blamage Deutschlands, abstrafen werden.